Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das allererste Beauty Adventskalender Unboxing auf meinem Kanal in diesem Jahr 2020. Und zwar ist es wieder wie letztes Jahr von The Body Shop, denn den konnte man als allererstes bestellen und der wurde auch am schnellsten geliefert. The Body Shop hat generell drei unterschiedliche Adventskalender in unterschiedlichen Preisrichtungen. Das ist jetzt der günstigste mit 55 Euro. Und er verspricht Produkte im Wert von über 110, also den doppelten Wert. Das ist jetzt nicht gigantisch, aber wenn ihr ein Bodyshop-Fan seid, ist es garantiert ganz cool. Und man kann einfach so das Sortiment mal ein bisschen austesten. Die haben auch noch welche mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings ist das meistens nur der teuerste. Und den konnte man auch aktuell noch nicht kaufen. Sobald die online sind, stelle ich die euch unten auch in die Infobox. Und wenn ihr Lust habt, stelle ich die auch gerne vor. Und keine Sorge, ich werde auch die ganzen anderen Kalender unboxen, wie Look Fantastic und Glossy Box. Allerdings habe ich die noch nicht. Sobald ich die habe, werdet ihr das sehen. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal schon mal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert auf jeden Fall das Glöckchen, dann werdet ihr benachrichtigt. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Übrigens, ihr Lieben, falls ich es eben nicht gesagt habe, ich werde die Hälfte der Produkte daraus verlosen. Ich habe den selbst bezahlt und ich habe zu der Bestellung auch noch ein kleines Säckchen mit dazu bekommen, denn das hatten die gerade als Aktion. Wenn man einen Warenwert von über 40 Euro hat, was ja logischerweise dann damit der Fall ist, bekommt man diese Tasche dazu, wenn man einen Code eingibt. Und dann sind da auch nochmal drei Produkte drin. Die Produkte werde ich mir gleich mal anschauen. Die Tasche werde ich auf jeden Fall aber auch an euch verlosen und euch da die Produkte reinpacken. Dann habe ich auch gleich was, dass es ein bisschen sicher transportiert werden kann. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt erstmal den Kalender, wie der von nahem ausschaut. Viel Spaß! So, und übrigens vom Design her ist es genauso wie letztes Jahr. Der ist zum Klappen. Die Form ist identisch, aber das Design, was da drauf gemalt ist, das ist schon anders, Gott sei Dank, weil das wäre sonst ein bisschen langweilig. Und jetzt starten wir direkt mit dem Türchen Nummer 1. Los geht's. So, bevor wir mit dem Unboxing starten, zeige ich euch ganz kurz, was sich in der Tasche befindet. Und zwar ist es einmal ein Teebaumöl-Waschgel fürs Gesicht, einmal eine Vitamin-E-Creme fürs Gesicht und dann auch noch eine Glow-Maske. Hier steht Himalayan Charcoal. Ich glaube, die packe ich euch auch noch mit in die Verlosung und die Tasche. Und jetzt machen wir den Kalender auf. Ich bin mega gespannt, was das für Produkte sind und vor allen Dingen, ob es auch unterschiedliche sind zum letzten Jahr. Ihr könnt, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, hinten drauf schauen, denn da ist das auch nochmal alles beschrieben. Das werde ich natürlich jetzt nicht machen. Und auf der Seite sind die Produkte, glaube ich, auch angegeben. Insofern, dann ist man auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass man nicht die Katze im Sack kauft. Aber ich weiß, viele von euch freuen sich trotzdem über so ein Unboxing. Und es ist immer noch mal was anderes, die Produkte so live in Action zu sehen, als nur einen Namen geschrieben zu sehen. Ne? Okay, ihr Süßen, dann starten wir jetzt. Los geht's. Mit Nummer 1 ist hier oben. Und ich zeige euch einfach noch mal hier, wie das Ganze so ausschaut. Also es ist wirklich sehr, sehr süß. Und mal gucken, ob man da auch leicht reinkommt. Ja, das geht super. Okay. Also es kann sein, dass die Sachen so ein bisschen verrutschen, wie ihr das hier sehen könnt. Die sind nur so eingestanzt quasi in so einer Plastikhülle. Und da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Das erste Produkt, was wir haben, ist eine Handcreme mit Mangoduft. Diese kleinen Handcremes sind richtig schön vom Body Shop. Die könnt ihr auch so kaufen in dieser Größe. Also ihr werdet hier keine Mini-Tester haben, sondern das sind halt so Reisegrößen. Ne? Die gibt es dort auch ganz regulär zu erwerben. Und das ist mit Mango Seed Oil from India. Super schön. Das ist schon mal ein tolles Produkt. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 2. Die haben wir hier unten. Man kann es übrigens sehr leicht öffnen. Oh, sehr cool. Mal was anderes. Und zwar haben wir hier ein Moringa Bath Bubble. Ich glaube, so diese ganzen Badekugeln, die waren auch letztes Mal schon drin, allerdings nicht in dieser Duftrichtung. Das ist auf jeden Fall neu und man riecht das schon dadurch. Das riecht ziemlich gut. Also das ist eigentlich genau mein Duft. Das ist so leicht cremig, frisch und so ein Wohlfühlduft. Den müsst ihr mal riechen. Schreibt mir mal, ob ihr den kennt. Ich mag das total. Also man riecht das schon komplett durch. Das ist so übermächtig. Dann machen wir weiter mit der Nummer 3. Die haben wir hier. Und ich öffne wirklich jedes Türchen, einfach weil, warum nicht? Oh, super. Das ist ein
Duschschaum, genau. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Wisst ihr was? Das war auch letztes Jahr schon das Problem, diese ganzen Sachen aus dem Ding rauszukriegen mit Nägeln. Ein bisschen tricky. Also ich würde euch eine Nagelfeile oder irgendeinen Stift, irgendwas empfehlen, womit ihr das rausholen könnt, damit ihr euch nicht die Fingernägel versaut. Das ist auf jeden Fall eine Almond Milk and Honey, also Mandelmilch und Honig Duschcreme. Das finde ich richtig gut. Sowas riecht meistens total gut. Oh ja, das riecht auch so nach Wohlfühlduft. Oh, ich liebe so Honig, so ein Milchbad. Und das ist wahrscheinlich dann einfach, dass es vegan ist. Mandelmilch anstatt normale Milch. Auch nicht schlecht, ne? Cool. So, weiter geht's mit Türchen Nummer 4. Die haben wir hier. Ich muss mal gucken, wo ich da rankomme. Ich weiß, viele von euch fiebern mit mir, ob ich mir einen Nagel abbreche oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich passe auf. Wow, was ist das denn? Das ist ja was ganz Neues. Sowas war noch nie drin. Das sind wahrscheinlich Haarbänder, würde ich sagen. Empowered, be brave, also sei stark, sei mutig und bestärkt soll man auch sein. Ja genau, das sind Haarbänder, Hair Ties. Ich komme mit solchen nicht ganz so gut klar. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal von Pure Lay, glaube ich. Die machen doch auch immer Haarbänder, genau in dieser Art und Weise, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Ich sag mal, das werde ich euch bestimmt in eine Verlosung reinpacken. Vom Spruch her finde ich es auf jeden Fall schon mal gut. Sowas war allerdings, glaube ich, noch nicht drin. Letztes Jahr waren auch so Accessoires drin, wie Pfeilen und so Handschuhe, so Peeling-Handschuhe und sowas. Aber ich glaube, so Haarbänder waren da nicht drin. Insofern ist ja schon mal gut, dass es ein bisschen Abwechslung ist, ne? Jetzt suche ich die Nummer 5. Das ist, die Zahlen sind halt sehr fein draufgeschrieben in dem Weiß, sodass man das nicht auf den ersten Blick sieht. Also ich muss immer suchen. Übrigens sind die Türchen nur hier innen versteckt, nicht außen. Das heißt, ihr könnt das auch zugeklappt stehen lassen. Wenn das dann, wenn ihr zum Beispiel aus Versehen ein Türchen aufgerissen habt und das sieht dann nicht mehr schön aus, dann könnt ihr es einfach so hinstellen. Und das finde ich ganz gut, weil ansonsten ist ja bei diesen Kalendern in der Art, sieht es ja manchmal ganz schön zerfleddert aus. Und wenn man dann bis zum 24. kommt, dann ist der Kalender eigentlich unansehnlich. Das ist ja häufig so mit diesen Drückkalendern. Insofern, das finde ich schon mal gut. So, hier ist die Nummer 5 endlich gefunden. Es ist auch eine einfache Perforierung. Oh, super. Das ist was Gutes. Eine Seife mit Shea-Butter. Die riechen auch ganz toll. Relativ neutral riecht die jetzt noch, ne? Weil bei Body Shop ist ja alles sehr krass parfümiert. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Seife. Ich weiß gar nicht, ob man die nicht vielleicht auch gut nehmen könnte, um Pinsel zu reinigen. Könnte man ja theoretisch auch machen. Es werden ja auch super teure Seifen verkauft, einfach nur für die Pinselreinigung. Natürlich könnt ihr das auch einfach nur nehmen, um euch zu reinigen, ist ja ganz klar. Aber gerade für die teuren Kosmetikpinsel braucht man auch eine milde Seife, die nicht zu aggressiv ist und nicht unbedingt eine Kernseife ist. Und deswegen, ich werde das vielleicht mal ausprobieren. Die war letztes Jahr auch schon drin, finde ich sehr, sehr schön, eine Seife mit Shea-Butter. Die ist auch nicht ganz günstig und das ist eine Originalgröße, ne? So, und jetzt kommen wir schon zum Nikolaustag. Da bin ich gespannt. Und zwar haben wir den hier oben. Das ist eine sehr kleine Größe. Und ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass beim Nikolaustag ein bisschen mehr drin ist. Aber, das ist bestimmt eine Lippenbutter. In der Duftrichtung Erdbeere. Sehr, sehr schön. Auch das finde ich eigentlich ganz gut für den 6. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Die Lippenbutter sind auch super. Ich glaube, letztes Jahr waren in dem Kalender 3 Stück davon drin. Und ja, warum nicht? Also das habe ich auch benutzt. Da habe ich auch schon welche an euch verlost gehabt. Und das freut mich auf jeden Fall. Sehr gut. Weiter geht's mit der Nummer 7. Und die haben wir hier. Und die ist riesengroß. Wundert mich etwas, dass man das dann hier rein macht. Moment. Okay. Ich glaube, da kommt schon der Duft entgegen. Und zwar ist das so ein Duschteil. Das könnt ihr mit in die Dusche nehmen. Das ist schon parfümiert. Ich weiß nicht, ob es auch schäumt. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber das ist so ein, ja, so ein Duschschwamm, wenn ihr so wollt. Und der riecht auch schon nach, ich würde sagen, Cranberry. Das passt natürlich super zur Weihnachtszeit. Das ist echt schön. Super, ne? Also das finde ich ganz cool. Ich glaube, das packe ich euch auf jeden Fall in die Verlosung. Ich denke, ihr freut euch darüber. Das ist halt ein tolles Accessoire auch für die Dusche. Und die Dinger sind auch nicht so ganz günstig, ne? Die Nummer 8 haben wir direkt als Pendant hier oben auch. Hey,
das ist gut. Und zwar, ich glaube, da hatte ich schon mal was von. Moment, aber das war ein bisschen schwierig rauszukriegen. Und zwar The Body Shop British Rose, eine Instant Glow Body Buddha. Super cool. Ich glaube, ich hatte davon schon mal so eine ganz softe, ich glaube, wie so ein Joghurt in der Art und das auch mit Rose. Und ich weiß schon, wem ich das schenke, denn ich habe eine Freundin, die liebt Rosenduft und der werde ich das auf jeden Fall einfach als kleines Wichtelgeschenk schenken. Und das ist übrigens auch ein super Tipp, wenn ihr jetzt sagt, jetzt weiß ich ja schon, was in dem Kalender ist und so weiter, dann könnt ihr ja auch einfach so einen Kalender zum Beispiel kaufen, um selber Geschenke für andere zu machen. Ihr wisst dann, was drin ist. Ihr könnt euch schon im Kopf überlegen, okay, das schenke ich der, das schenke ich der. Und dann habt ihr nicht den vollen Preis ausgegeben. Ihr könnt das natürlich auch noch mit anderen Kalendern kombinieren. Und so mache ich es persönlich auch. Und ich weiß schon, wenn ich was mit Rose sehe, das schenke ich meiner Freundin Bea. Wenn ich was anderes sehe, dann schenke ich das der und der. Und da habe ich schon die Leute im Kopf und da weiß ich schon Geschenke, was ich machen kann. Und deswegen, sowas finde ich richtig gut. Das hätte ich jetzt eigentlich auch für einen sechsten bedacht, ne? Weil das irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen teurer ist als das. Ich werde es euch eingeblendet haben, wir werden es sehen. So, weiter geht's mit der Nummer 9 und die haben wir hier. Und nochmal sowas, direkt hintereinander, ist ja auch witzig, ne? Also dann seht ihr auch mal, wie das so vom Ablauf her ist, das finde ich ganz interessant, weil das war ja jetzt das Letzte und jetzt kommt, glaube ich, wieder so eine Butter. Wir werden es sehen. Also das jetzt war eine Geburt, muss ich sagen. Ich glaube, das ist echt gut, dass man das Ding zuklappen kann, weil ihr seht schon, der sieht schon jetzt so leicht lediert aus, würde ich sagen. Ich habe hier meine Instrumente schon dabei, damit ich es rauskriege, aber es ist echt schwierig. Und zwar, das ist eine Kokosnuss Exfoliating Cream Body Scrub. Nicht Butter, sondern es ist ein Body Scrub, ein Peeling, aber ein Creme Peeling. Die sind auch sehr schön, wenn ihr trockene Haut habt. Die haben so ganz schöne, feine Körnchen, die euren Körper peelen, aber nicht zu doll sind. Und es ist trotzdem so ein cremiges Gefühl auf der Haut. Das ist ziemlich schön und das riecht fantastisch nach Kokosnuss. Sehr, sehr tolles Produkt. So, dann machen wir weiter mit der Nummer 10. Die ist hier unten. Oh, das ist toll. Das ist ja richtig cool. Das wollte ich nämlich schon immer mal ausprobieren. Na, kommst du? So geht's. Also nehmt euch irgendwas, womit ihr da reinlangen könnt, weil ich glaube, eben habe ich echt das Gefühl gehabt, oh Gott, gleich bricht alles. Also, und zwar ist das ein Banana-Shampoo, Truly Nourishing, für normales bis trockenes Haar. Richtig schön. Ich hoffe jetzt, dass das richtig intensiv nach Banane riecht. Ich liebe das nämlich. Ich habe auch von Garnier diese Banane-Haarmaske, weil ich den Geruch so geil finde. Das riecht gar nicht so intensiv. Komisch. Ja, doch. Aber das riecht zum Beispiel ganz anders als das jetzt von Garnier. Wenn ihr das kennt, da gibt es ja so einen großen Pott als Bananen-Haarmaske. Das riecht anders, das riecht natürlicher. Das andere riecht nämlich total, ja, sag ich mal, künstlich und auch irgendwie nicht nur nach Banane, sondern auch noch irgendwie so nach einer Süßigkeit. Das riecht wirklich am ehesten wie eine wirkliche Banane riecht. Ganz witzig, aber das werde ich mal in Kombination benutzen. Bananenshampoo finde ich sehr toll. Das wollte ich aber immer mal ausprobieren. Finde ich sehr gut, dass das da drin ist. Und das ist auch mal was anderes. Ich glaube, letztes Jahr war irgendwie ein Erdbeershampoo drin oder so. Auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Wir haben gleich Halbzeit. Wir machen weiter mit der Nummer 11. Oh, super. Das ist schön. Das ist wieder eine Handcreme und genau in der gleichen Größe wie die Mango. Hier jetzt mit Shea-Butter. Sehr, sehr cool. Ich werde euch auf jeden Fall auch eine Handcreme in die Verlosung packen. Welche, muss ich mal gucken. Aber das riecht auch super. Vor allen Dingen, das riecht noch am dezentesten von allen. Mango oder auch Birne war letztes Jahr drin. Das riecht schon sehr, sehr intensiv. Und das ist sowas, was man wirklich im Alltag gut verwenden kann. Ne? Und vor allen Dingen auch wahrscheinlich mit der Kombination mit der Seife eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ne? Also darüber, ich freue mich wirklich sehr, muss ich sagen. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das doch cool ist und man einfach so eine schöne Auswahl an Produkten hat. Um das Ganze mal auszutesten. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Deswegen habe ich eigentlich dieses hier hinten aufgebaut. Ich packe euch jetzt erstmal alle Produkte, die wir haben, hier hin, damit ihr das sehen könnt. Das war nämlich mein Plan gewesen. Aber ich, Dussel, habe es natürlich voll verpeilt. Ne? So habt ihr nämlich einen kleinen Überblick.
was wir alles haben und was alles drin ist, ne? So, sieht das doch gleich viel ansehnlicher aus, ne? Die Nummer 12, damit machen wir jetzt weiter. Dann haben wir schon Halbzeit erreicht. Und das ist ein Mango-Duschgel, würde ich sagen. Genau. Genau, hier drin ist ein Mango-Duschgel. Das wird mein Mann freuen, denn der liebt Mangoduft. Das ist so ein Süßer, der mag fruchtige Düfte. Oh, und das riecht wirklich auch nach einer natürlichen Mango. Aber so richtig intensiv. Geil, oh, das wird den freuen. Und da habt ihr auch echt so ein kleines Wichtelgeschenk oder so für zwischendurch. Einfach mal eine nette Geste. Dafür braucht man ja kein Weihnachten. Und ja, dafür finde ich diese Kalender einfach auch so genial, muss ich sagen. Also darüber freue ich mich auch sehr. So, ihr Lieben, Halbzeit ist erreicht. Wir machen weiter mit der Nummer 13. Die ist hier unten. Ein Peeling-Handschuh, wie ich das euch auch schon gesagt habe, dass sowas drin ist. Das haben die in unterschiedlichen Richtungen. Das ist super für die Dusche. Ihr braucht dann nämlich kein Peeling nehmen, sondern ihr nehmt einfach nur ein normales Duschgel oder Wasser und dann könnt ihr euch peelen. Das ist so ein bisschen rau, aber nicht so doll, ne? Also das ist schon sehr, sehr angenehm. Kann man auch super für die Beine nehmen, dass man auch keine eingewachsenen Haare kriegt und so. Es ist ja auch immer wichtig, sich da auch so ein bisschen zu peelen. Und das ist super schön, gibt es in unterschiedlichen Farben. Rosa finde ich natürlich perfekt. Finde ich super. Weiter geht's mit der Nummer 14. Die ist hier oben. Wieder was Kleines. Oder nee, stimmt gar nicht. Und zwar war hier ein Erdbeerduschgel drin. Das ist cool. Erdbeerduft ist natürlich auch geil. Boah, das riecht auch wirklich wie so eine, ja, wie so eine optimierte frische Erdbeere. Weil manche Erdbeeren riechen ja nicht so wirklich. Und ja, das ist so, wie man sich das wünschen würde, dass sie tatsächlich intensiv riecht. Süß, das ist schon ziemlich süß, aber nicht schlecht auf jeden Fall. Als nächstes haben wir die Nummer 15, die ist hier unten. Das ist eine Grapefruit-Handcreme, sehe ich schon. Oh, wie cool. Oh. Nichts passiert, aber das darf ich nicht nochmal machen. Das ist ein Problem. Aber es ist nichts passiert, aber es hätte jetzt fast sein können, dass ich ihn mir angeknackst habe. Die sind natürlich auch extrem lang. Ich gebe es zu, shame on me. Das ist eine Pink Grapefruit Handcreme. Ich liebe den Duft von Pink Grapefruit, finde ich richtig gut und freue mich drüber. Handcreme ist, wie gesagt, echt toll. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 3 Stück hier drin. Nicht schlecht, ne? Okay, wir machen einfach weiter mit der Nummer 16. Die haben wir hier. Oh, das ist wieder eine Badebombe. Oder vielleicht gar keine Bombe, sondern einfach nur so ein Bubble, ne? Und letztes Jahr waren es Kugeln und jetzt sind es, glaube ich, so Tabletten. Das ist ein Bath Bubble mit der Richtung Kokosnuss und das riecht man auch schon. Das riecht extrem. Aber nicht schlecht. Also da bin ich mal gespannt. Die habe ich noch nicht genutzt, muss ich sagen. Insofern mal gucken, wie es ist, ne? So, wir machen direkt weiter mit der Nummer 17. Die haben wir hier außen. Das könnte eine Nagelfeile sein, weil das ist so was Längliches. Ja. Okay, hier war tatsächlich eine Nagelfeile drin. Eine sehr, sehr schöne, muss ich sagen. Give me a hand. Und hier, I like the way you smooth. Und die ist richtig schön porös. Also das ist nicht so eine filmschige Feile, die direkt kaputt geht. Sondern ich glaube, das ist eine, wo ich sogar auch meine Nägel mit bearbeiten könnte. Ab und zu muss man das ja mal machen, vor allen Dingen, wenn einem Nagel abgebrochen ist. Was wir nicht hoffen wollen. Aber nicht schlecht. Okay, also eine Nagelfeile ist, glaube ich, immer dabei. Dann geht es weiter mit der Nummer 18. Die haben wir hier. Wieder eine Badebombe, würde ich sagen. Und zwar mit Pink Grapefruit diesmal. Aber schön, dass es andere Sorten sind. Das muss ich schon sagen. So schaut die aus. Riecht auch extrem nach Pink Grapefruit. Allerdings muss ich sagen, der Pink Grapefruit Duft von Body Shop ist schon mehr säuerlich und nicht so süß-fruchtig. Es ist schon sehr sauer vom Geruch her. Ich liebe ja Pink Grapefruit, aber ich mag es eigentlich auch, wenn es so ein bisschen mehr in die fruchtig-süße Variante geht. Das ist mir fast eine Tendenz zu sauer. Aber ich sag mal, Geschmack ist ja verschieden. Ne? Ich behalte den Kalender direkt hier. Die Nummer 19 haben wir nämlich hier, habe ich gesehen. Oh, das ist ja cool. Das ist ein Conditioner. Der Conditioner zu dem Shampoo. Das freut mich total. Hier haben wir den Conditioner zu dem Shampoo passend. Das werde ich auf jeden Fall mal selbst ausprobieren. Weil das für normales bis trockenes Haar ist eigentlich genau meins. Ich habe zwar einen fettigen Ansatz, aber ansonsten, klar, durch die Blondierung ist es natürlich auch trocken in den Längen, logischerweise. Freue ich mich drüber. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Wenn es gut ist, ist das natürlich auch eine tolle Reisegröße, ne?
Jetzt haben wir nur noch 4 Türchen und dann war es das schon. Aber keine Sorge, es gibt ja ganz viele Adventskalender, sodass wir noch eine Menge aufmachen können. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die letzten 4 an. Los geht's. So, wir machen weiter mit der Nummer 20. Und die ist hier oben und die ist ganz klein. Ah, sehr gut. Das ist auch wieder so ein Lippenteil. Und zwar ist das hier eine Kokosnuss-Lippenbutter. Ich werde das jetzt mal riechen, ob das hier nach Kokosnuss extrem riecht als Lippenbutter. Ist ja mal interessant. Ja, es geht. Es ist sehr dezent. Es riecht so vanillig-kokosnussartig. Das ist halt so eine Butter, die könnt ihr euch wie so ein Labello dann auf die Lippen machen. Ziemlich schön. Also, das gefällt mir schon mal. Ach komm, jetzt ist es ab. Dann ist es so, ich habe es nicht benutzt, ne? Aber eine tolle Geschichte. So. Der Kalender ist jetzt schon super leer und wie gesagt, mal gucken, ob man das alles andrücken kann. Das ist ja auch immer wichtig. Man kann es theoretisch, aber es sieht nicht immer ganz so toll aus, finde ich, bei diesen Kalendern zum Eindrücken. Ich finde, deswegen ist es hier sehr gut gelöst, wirklich, dass man es zuklappen kann. Wie gesagt, nur das hier hinten, das springt irgendwie ständig auf, aber ist ja jetzt nicht dramatisch. So, hier unten geht es weiter mit der 21. Das ist wieder irgendein Design-Teil, würde ich sagen. Und zwar Fearless und Unstoppable steht da draus. Also, Fearless ist angstlos und unstoppbar quasi. Und das sind Klemmen für die Haare. Das kann ich vielleicht mal nutzen für irgendein spezielles Video. Ich kann mir vorstellen, dass die hier auch irgendwas spenden oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber das hört sich doch so an, so ein bisschen nach Empowerment für Frauen und für Mädchen vielleicht, ne? Dass die da irgendwie sowas machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn das der Fall ist, verlinke ich euch da Infos dazu auch in der Infobox. Body Shop engagiert sich ja eh auch immer, auch für Tiere und für alles Mögliche, ne? Und man tut da auf jeden Fall, glaube ich, auch was Gutes mit dem Kauf, weil das auch ein Unternehmen ist, was auch andere Organisationen unterstützt, ne? Sehr cool. Okay. Freue ich mich auf jeden Fall schon. Machen wir weiter. Wir haben die 22, muss ich mal suchen, die haben wir hier. Das ist schön. Das ist nochmal ein Kokosnuss-Duschgel. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich das hier rauskriege. Einmal ein Kokosnuss-Duschgel. Richtig schön. Die riechen wirklich toll, ne? Ja. Wobei die Kokosnuss auch eher natürlich riecht und die riecht zum Beispiel nicht so penetrant, süß oder so, ne? Sondern eher mehr so dezent, muss man sagen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich kann nicht immer diesen pappsüßen Kokosgeruch ertragen. Das ist mir manchmal zu viel. Und hier ist das schon anders. Also die Bodyshop-Gerüche generell, die sind nicht so wie jetzt zum Beispiel Bilou. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Das ist total süß, ne? Jetzt mal als Beispiel, ne? Weil da gibt es ja auch viel mit Kokosnuss. Das ist dann extrem süß und das ist hier so ein bisschen natürlicher, sagen wir es mal so, ne? So, als nächstes die 23 hier. Wieder eine Lippenbutter. Duftrichtung Mango. Mango ist auch ganz schön. Für eine Lippenbutter ist das auch super. Ich glaube, letztes Mal war Pink Grapefruit. Das war mir auch ein bisschen zu intensiv, meine ich. Mango ist auf jeden Fall schön für die Lippen. Das finde ich gut. So, und jetzt kommt die 24. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt einen richtigen Kracher drin haben. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nach Tagen irgendwie abhängig oder so. Wir lassen uns mal überraschen. Wo ist das denn überhaupt? Hier oben ist die 24. Ich glaube aber, dass es kein Unterschied ist. Nee, genau. Wir haben hier nochmal eine Bodybutter. Von der Wertigkeit her gleich. Es ist nämlich nochmal eine Bodybutter für sensible und trockene Haut. Das ist allerdings tatsächlich schon mal ein Produkt, was ich mir auch schon mal gekauft habe. Ich habe mir eh schon mal ein paar Sachen davon auch gekauft gehabt im Bodyshop-Laden. Allerdings ist das teilweise auch schon 10 Jahre her oder so, ne? Mittlerweile nutze ich auch noch ein paar andere Sachen. Man will ja auch immer wieder was Neues ausprobieren. Aber das ist zum Beispiel sowas, das habe ich mir schon ein paar Mal nachgekauft. Das finde ich ziemlich gut. Das riecht sehr, sehr schön, angenehm, mild und so wohlgefühlmäßig. Und insofern, darüber freue ich mich wirklich sehr. Es hat allerdings den gleichen Wert, glaube ich, wie diese Sachen hier. Und es ist jetzt für den 24. kein Special, dass das jetzt irgendwie das teuerste Produkt da drin ist. Muss aber auch nicht sein, ne? Also wie gesagt, der Kalender hat 55 Euro gekostet und ich blende euch jetzt einfach mal den Gesamtwert ein. Das werde ich auf jeden Fall ausrechnen und euch hier einblenden. Sie werben mit 110 Euro oder dem Doppelten so.
vielleicht auch 100 Euro. Wir werden es sehen. Also wenn euch das gefallen hat und ihr den Kalender auch bestellen wollt, schaut gerne in die Infobox, da werde ich ihn euch verlinken. Ich konnte übrigens auch noch einen 5 Euro Geburtstagsgutschein einlösen. Somit habe ich dann nur 50 Euro bezahlt und ich habe halt, wie gesagt, auch dann noch diese Tasche mit dazu bekommen, weil ich diesen Code Beautybag oder so eingelöst habe. Der war in dem Moment noch auf der Seite gültig. Ihr müsst einfach mal gucken, ob das noch gilt. Ich werde euch alles unten verlinken. Und wenn ihr jetzt eine Surprise Bag gewinnen wollt mit ungefähr 12 Produkten aus dem Kalender, dann müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag Bodyshop und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich lasse das ungefähr einen Monat laufen. Und dann lose ich es aus und benachrichtige den Gewinner. Ihr könnt mir gerne eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme hinterlassen, wenn ihr zum Beispiel auf Instagram aktiv seid oder irgendwo Social Media mäßig, dass ich euch benachrichtigen kann. Denn ich antworte euch auf den Kommentar mit herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und dann müsst ihr euch natürlich per Mail oder Instagram bei mir melden. Und es ist aber schon ein paar Mal vorgekommen, auch letztes Jahr bei den Adventskalendern, dass sich die Gewinner nicht gemeldet haben. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal nach, tragt euch vielleicht das Datum ein, wenn ihr dann benachrichtigt wurde, dass ihr einfach mal reinguckt, ne? Wurdet ihr benachrichtigt oder nicht, ne? Das wäre eigentlich ganz, ganz cool. Okay, ihr Süßen, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Die Produkte seht ihr alle nochmal hier. Wir haben 3 Handcremes, wir haben eine Seife, wir haben 3 von diesen Body Geschichten, dann auch noch etwas zum Duschen, Badebomben, Lippenprodukte. Wenn ihr die genauen Details nochmal sehen wollt, schaut auch gerne einfach nochmal in den Link in meiner Infobox. Da kommt ihr zu dem Kalender und da sind alle Produkte auch nochmal aufgelistet. Aber so seht ihr einfach mal, wie das so konkret aussieht. Ne? Okay, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis dann, ciao!